Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem, nein, Leben auf dem Bauernhof. Urlaub ist ja schon längst vorbei. So, ich probiere mal, ob ich die Ballen hier jetzt einfach so reinkriege. Ob das so geht. Oder ob ich da noch irgendwas Spezielles beachten muss. So wie es aussieht, geht es nicht so. Ich müsste wahrscheinlich probieren, ob ich die mit der Gabel einladen kann. Ach Mist, ey, dieses Wetter, ey, da rutscht der einfach weg. Liegen da noch alle Rohre rum, ey. So, dann gucke ich mal, ob ich die mit dem Frontlader da reinkriege. Wenn ich die direkt verfütter, dann soll es auch kein Problem sein, wenn ich die aufgabel oder reinsteche. So, und dann müssen wir nachher auf jeden Fall mal runterfahren und gucken, dass wir nimmt der das nicht. Das ist Gras. Das ist noch gar keine Silage, so ein Mist. Ich dachte, das wäre schon Silage. Was jetzt dieser Ballen wird nicht unterstützt zu bedeuten hat, das muss ich mal noch rausfinden. Heißt das, es gehen keine Ballen bei denen rein?
Dann müsste ich gerade mal gucken. Ist der hier, glaube ich. So, dann gucke ich gleich mal. Lassen wir jetzt einfach hier stehen, dann geht das Ganze ein bisschen flotter. Ob ich den in diesen Anhänger hier reinkriege? Die Ballen. Ey, das ist alles ein bisschen umständlich hier, muss ich echt sagen. Oder mache ich es nur zu umständlich? Das könnte natürlich auch sein. Aber warte mal, das ist ja noch Gras. Wenn das noch Gras ist, dann brauche ich das ja noch gar nicht. Hi, der Bimbam, ey. Dann gehe ich jetzt mal erst Wasser holen. So. Oh Gott, ey. Gut, also müssen wir jetzt zum Udo runter. Ich habe mich gerade, mir ist gerade wieder eingefallen, wo das Wasserding war. Das war damals zwischen meinem alten Hof, dem Sonnenhof, und dem Hof vom Hochrater. Nee, Quatsch, nicht vom Hochrater. Vom, wie hieß der? Der da hinten seinen Hof hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Und dann nochmal überlegen. Gumpitsch, vom Gumpitsch, dem Hof. Da unten, da war. Da war so ein Wasserdingens, so eine Pumpe. So, da der heute nicht da ist, der gute Herr. Mir das auch wurscht, was der sagt, wo ich da lang fahren darf. Da fahren wir mal wieder da hinten runter, weil da sind wir deutlich schneller. Wenn ich überhaupt richtig bin. Ja, hier.
Zumindest bergrunter sind wir da schneller. Da wird schon kein Baum umfallen. Da geht's aber ordentlich runter. So. Es ging deutlich schneller wie andersrum. Also, ich finde es ganz gut. Wir haben jetzt die ersten Tierchen. Das freut mich. Ups, also. Ich glaube, da hinten war das. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe gefragt, ob ich Schläuche brauche. Gucken, was der da unten mit uns was er macht. Hallo? Ja, du. Jo. Du sagst, hier geht irgendwas. Hier wäre hier so eine Wasserstelle. Das ja. Geht nicht. Klar. Nö. Klar. Nö. Natürlich geht das. Nö. Ah, jetzt. Ah. Ich war zu weit vorne. Ah, Mann. Was ist denn hier los? Mei, was machst denn du hier? Muss den Schlauch richtig reindrücken. Nicht den Schlauch so zerbiegen hier, geil. Hä? Den Schlauch nicht so krumm machen. Oh, passt schon. Mensch. Hört, passt, bin voll. Tschüss. Tschüss. Ja, der Witzke. Nicht gut machen. So. Oh, das kleine Ding da, ey. Na, das ist ja schön. So. Gut, haben wir Wasser. Das reicht den Kühen hoffentlich eine Weile. Ich muss mir mal überlegen, ob ich mir noch so einen Unimog oder sowas zulege. Falls ich mal schnell fahren muss. Weil es ist schon ein bisschen lästig hier. Die Dauer bergauf, bergab. Das ist halt alles. Mein Hof ist ziemlich weit weg vom Schuss.
und dass es einfach geschwindigkeitstechnisch ein bisschen schneller geht, wäre das eventuell eine gute Lösung. Und mal nächste Woche mit dem Hochrater bequatschen, ob der mir da einen Unimog bestellen kann. Zu kämpfen, ey. Da könnte ich halt gerade solche Wasserfahrten und weiß ich was, das könnte ich dann eben gut mit dem Unimog machen, weil der ist halt doch ein bisschen schneller. Aber naja, es funktioniert im Moment erstmal auch so. Jetzt hauen wir das Wasser gerade noch bei den Tieren rein und dann hoffe ich mal, dass die erstmal vorerst zufrieden sind. Mein verdursten werden sie jetzt eigentlich im Regen nicht, aber man weiß ja nie. Ja. Perfekt, Gras ist voll. Gesundheit? 8,59 nur? Warum? Die sind auf der Weide. Denen muss es doch gut gehen. Warte, wie viel ist da jetzt drin? Cool. Soweit. Okay. Gut, hätten wir das auch erledigt, dann bedanke ich mich schon wieder bei euch fürs Zuschauen. Die Zeit verrennt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like, Abo oder einen Kommentar freuen. Und dann schaut gerne hier am Mittwoch wieder rein. Oder wenn ihr auch noch was anderes sehen wollt, dann natürlich morgen oder heute 16 Uhr. Jeden Tag 16 Uhr eine Folge Real Farming LS19 meets Reality von der Grünfelder Land. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.